Orang-Utans. Diese verrückten Bastarde scheren sich einen Dreck um die Gravitation und lieben es, ihren bis 1,40 Meter großen Körper und ihr Gewicht von bis zu 100 Kilogramm mit Leichtigkeit auf die Bäume zu tragen. Diese unbekümmerte Haltung ist auch ein Symbol für ihre völlige Missachtung sexueller Normen, denn wenn ein Männchen den Ruf eines Weibchens hört, findet es sie und zwingt sie, sich mit ihm fortzupflanzen, wobei es bequemerweise vergisst, was sexuelles Einvernehmen überhaupt bedeutet. Sie beginnen ihren Tag in friedlicher Stille und essen etwas Gutes, bis ihre Bäuche voll sind. Dann, wenn das Leben hart ist, machen sie einfach ein Nickerchen bis zum späten Nachmittag. Dann ziehen sie an einen anderen Ort, bauen sich eine bequeme Hängematte und ruhen sich dort zwischen 2 bis 3 weitere Fresssessions aus, um noch mehr leckere Früchte, Eier von Tieren, Honig oder kleine Säugetiere, die den Fehler gemacht haben, einen Orang-Utan für einen harmlosen Pflanzenfresser zu halten, zu sammeln. Kurz gesagt, Orang-Utans verbringen ihr ganzes Leben mit Essen, Reisen und Schlafen. Sie leben den Traum. Als Beweis dafür, wie sehr sie in ihrem Revier eine echte Bedrohung darstellen, sind so ziemlich ihre einzigen Feinde Tiger und Leoparden, und selbst dann haben es diese Raubtiere vermutlich in einem 1v1 schwer gegen ein gut gebautes Männchen, das sich nicht den Arsch aufreißen lassen will. Gegenüber Menschen gibt es einige Berichte von sexueller Nötigung, wenn Orang-Utans verwechseln, mit welcher Spezies sie es zu tun haben, und wie bei Weibchen ihre eigenen Art Vergewaltigung für adäquates Benehmen halten.